Hallöchen meine Freunde und herzlich willkommen, ja, zu einem Vlog mal wieder. Der letzte Vlog war jetzt schon ein bisschen länger her, weil ich habe ja den Sardinia-Trip, der ist jetzt schon 4 Monate her und so weiter. Und ich will in diesem Video mal ganz spezielle Themen anreden. Und ihr seht schon, es ist so dunkel. Ich laufe jetzt hier um 2 Uhr nachts rum und mache dieses Video, weil ich will es euch einfach noch beitragen und ganz wichtige Themen. Mich würde es jetzt schon mal freuen, wenn ihr dafür einen Daumen nach oben da lasst. Ja, weil ich werde mir auch jetzt ein bisschen Mühe geben mit den Themen und so. Ich hoffe, euch gefällt auch dieses Video. Ich guck mal, könnt ihr mich überhaupt sehen? Ja, lasst jetzt schon mal einen Daumen nach oben da oder lasst noch ein Abo da, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt. Es würde mich mega freuen für dieses Video hier. Schaffen wir vielleicht die 50 Likes, würde mich mega freuen mal wieder. Und dann würde ich sagen, geht's nach dem Intro los und bis dann. So, wir sind jetzt hier an der Straße und bin jetzt ein bisschen mehr beleuchtet. Ja, es kann jetzt manchmal sein, dass hier ein Auto oder so vorbeifährt. Das tut mir natürlich leid. Und es ist jetzt hier auch schon Herbst. Ihr hört hier schon die Blätter. Aber ich will jetzt auch gar nicht mehr vom Thema abschweifen. Nämlich, ja, ihr merkt wahrscheinlich schon, es kommen keine neuen Videos mehr. Also ich nur noch vorproduzierte, so wie MC Hexit, The Crew, nur noch Best-ofs und wieso das alles. Das will ich euch jetzt erklären. Ich hoffe, man kann mich auch ein bisschen gut hier drauf erkennen, wenn wir immer hier so an diesem Lichtmast hier vorbeikommen an der Straße. Ja, erstmal, ich habe ein neues Mikrofon bekommen und eine neue Tastatur und eine neue Maus. Die neue Maus und die neue Tastatur werdet ihr, und das neue Mikrofon, werdet ihr im Video sehen, wenn das neue Video dann endlich rauskommt. Nämlich das Problem ist, ich kann keine neuen Videos aufnehmen, weil ich habe mir Fraps für das Aufnehmen und damit auch die Stimme. Und das Blöde ist, das Mikrofon, das ist einfach so dumm, dass sich das so doof mit Fraps anhört. Deswegen wollte ich mir jetzt vielleicht mal OBS oder so holen. Fürs Aufnehmen und Adobe Audition wollte ich mir holen für die Stimme oder Audacity. Das habe ich auch schon mal in den Kommentaren gefragt und deswegen kommen zurzeit auch keine neuen Videos. Wenn die neuen Videos übrigens auch rauskommen, Leute, dann werde ich die Videos auch so machen, dass die, wenn die neu sind, direkt am nächsten Tag online kommen. Oder vielleicht 2 Tage. Weil jetzt zum Beispiel, dieses Video ist schon eins davon. Ich werde dann das direkt gleich schneiden und über die Nacht hochladen. Und das werde ich jetzt immer so machen. Ich werde nicht 10 Videos sofort produzieren. Und das kommt 3 Monate später. Das geht so nicht. Und das finde ich mega kacke. Und das werde ich jetzt verändern. Ja, das haben sich nämlich schon manche gefragt. Warum kommen Best-ofs? Ja, ich kann jetzt zurzeit nicht aufnehmen und so. Muss mit Audacity und so nochmal schauen. Weil mit Audacity kann ich nur die Stimme aufnehmen und nicht die Kopfhörer. Deswegen ist eher Adobe Audition mehr, ja, ist eigentlich besser. Man kann mich jetzt nicht so gut sehen. Ich hoffe, man kann mich besser hören. Ja, deswegen haben mich ja manche gefragt, warum man Best-ofs kommt. Das ist so kacke. Das ist einfach so kacke, diese dummen Best-ofs. Ja, sorry, Leute, ich habe da gerade irgendwie Spaß dran oder so. Gerade, wo ich hier weg bin, rendert auch gerade das neue Verium-Best-of. Und gerade hat hier Titan 2 angefangen. Wir haben heute den 30. Und morgen ist Halloween. Also schon mal für alle schönes Halloween an alle. Ja, damit sich das jetzt hier nicht so lang zieht, das wollte ich euch nur mal sagen. Wollte ich euch auch nur noch mal sagen, weswegen zurzeit keine Videos kommen. Und wenn dann Videos kommen, werde ich sie am nächsten Tag oder so hochladen. Zum Beispiel das 500 Abonnenten Special. Das habe ich immer noch nicht hochgeladen, Leute. Weil der zweite Teil, ich habe den ersten Teil vor 3 Monaten oder so hochgeladen. Und den zweiten Teil, ja, den mache ich dann eben halt, muss ich jetzt auch hochladen. Also Leute, ich lade jetzt noch alle Videos hoch, die ich jetzt noch habe. Dann habe ich gar keine Videos mehr. Werde alle Videos, sag ich mal, ich werde alle Videos neu aufnehmen. Werde sie, ja, was weiß ich, werde sie hochladen, dann zusammenschneiden, alles machen, damit ihr dann Videos habt. Ich hoffe, ihr versteht mich, was ich damit meine. Und dann gehen wir auch schon direkt zum nächsten Thema. Ja, und bei Fragen übrigens, ab in die Kommentare. So, und jetzt sind wir auch schon direkt beim nächsten Thema. Nämlich, ja, ich habe auf Instagram mal vor einer Woche oder so mal gefragt zu neuen Sachen.
Und ja, da sind ein paar coole Sachen rausgekommen. Zum Beispiel, ich soll mal Hive-SG bringen. Also ich habe generell Fragen zu meinem Kanal gestellt. Und da wurde gesagt, ja, mach mal eine Bad Wars-Woche, mach mal Hive-SG. Spiel mal irgendwie Bad Wars nochmal, stand da. Oder Aura. Oder mach einfach mal Formate, am besten nicht alleine. Zum Beispiel Formatvorschläge. Gommi-Piade. Du spielst jeden Spiel muss auf Gomme und spielst pro Folge 1 bis 2. Ein wahres Projekt, Community, Projekt like Leben, Challenges, sowas. Ich will eben halt meinen Kanal ganz umstrukturieren. Ich will FIFA 16 Videos machen. Ich will neue Spiele machen, Leute. Der Kanal soll jetzt richtig aufgehen, sag ich mal. So, mal so gesagt. Und, oder mal Lucky Blocks. Was weiß ich, mit anderen YouTubern. Alles neu und fresh und so. Ja. Ach so, ja, Leute. Und es kommt jetzt noch eine Projektankündigung. Nämlich Daniel singt. Ja, der Name hört sich vielleicht dumm an. Ihr könnt euch auch noch mal einen Namen dazu ausdenken, vielleicht. Ich wollte es jetzt nur noch einmal ganz kurz ansprechen für die, die sich schon mal bewerben wollen. Nämlich, da macht man jetzt erstmal ein 1 gegen 1. Wir können dann vielleicht auch mal auf Bergwerk Labs Server gehen oder so und dann vielleicht ein 1 gegen 1 Bad Wars oder so machen oder Survival Games 1 gegen 1, wer länger überlebt oder wer am meisten hintereinander Runden gewinnt oder sowas. Einfach mal so Challenges gegeneinander und wer gewinnt, muss keine Strafe machen, aber der verliert. Der muss was singen. Ja, das habt ihr richtig verstanden. Die müssen was singen und ich, wenn ich verliere, singe ich oder rappe ich eher Der letzte Ausweg von Minecraft Hero. Das wollte ich euch jetzt nur noch mal sagen. Also, wenn ich dann noch mal verliere, werde ich natürlich was anderes rappen. Und ich überlege mir dann auch noch, wer mich dann rappen hören will. Der kann sich dann mal bewerben und sich gegen mich schlagen. Aber wenn ihr verliert, müsst ihr was in meinem Video singen. Und das wird dann auf YouTube gestellt. Das heißt, die anderen werden euch singen hören. Ihr könnt auch YouTuber vorschlagen, die, mit denen ich schon mal aufgenommen habe. Zum Beispiel Linking, Pixel oder andere Leute, die auch vielleicht gar kein YouTube machen. Zum Beispiel eure Freunde oder so. Keine Ahnung, die ich dann vielleicht kenne oder die ihr dann vorschlagen könnt. Und sowas eben halt. Das wäre dann mega lustig, das wäre ein neues Format. Und dann würde ich eben halt... Der letzte Ausweg von Minecraft Hero Gomme nicht singen, ja, das ist ja eher ein Rap. Und wer mich noch nicht rappen gehört hat, und das kann ich jetzt auch selber nicht, deswegen ist es ja eine Challenge, der soll mich dann mal herausfordern. Davon wird es dann erstmal, glaube ich, am Anfang 10 Folgen geben. Das ist dann die erste Staffel. Und wer sich dann jetzt schon mal bewerben will, kann es in den Kommentaren tun. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir mal mit dem nächsten Thema weiter. Und ich bin mal gespannt, wer sich alles jetzt bewirbt, weil Daniel singt und ob ich dann als erstes der letzte Ausweg von Minecraft Hero singen werde. Wer weiß? So, und ja, das war's dann jetzt auch schon von diesem kleinen Infovideo, sag ich mal. Es ist sehr wichtig und ja, dann würde ich mal sagen, ich habe eigentlich so gut wie alle Infos zurzeit gebracht. Es kommen noch ein paar Best-ofs, die alten Videos und dann geht's auch richtig los mit den normalen Videos. Und ich hoffe, dass ihr auch Bock dazu habt. Und dann würde ich sagen, jetzt starten wir bald in eine neue Zeit unseres Kanals. Es kommen neue Sachen dazu machen und unterhaltsamer. Und dazu brauche ich aber auch eure Kommentare. Und ich hoffe mal, dass dieses Video hier auch gut ankommt, weil zurzeit haben die Videos sehr viele Dislikes. Und ja, dann nochmal fröhliches Halloween, weil das Video kommt ja am 31. Fröhliches Halloween an alle. Und das Video, wir haben jetzt 2:30. Also Leute, ich schneide jetzt nochmal dieses Video. Und dann würde ich sagen, kommt es morgen auf meinem Kanal, was ihr jetzt sehen werdet. Und ja, dann würde ich mal sagen, fröhliches Halloween an alle und süßes oder saures oder was. Ciao!